So, guten Tag. Ihr wolltet wieder ein Auto, bla. Ihr kriegt ein Auto, bla. Ja, wir haben Dienstag, den 27. November, 13.39 Uhr. Ich habe Feierabend, wie man unschwer erkennen kann. Jo, und wir fahren gerade vom Parkplatz auf die Straße. So, jetzt gibt es hier auf dem Parkplatz fast noch Unfälle. Da fährt einer die Ausfahrt rein. Warum? Also die Einfahrt raus. So, warum auch immer. Okay. Naja. Ihr wackelt heute wieder. Oh, mein Auto quietscht. So. Und wir sind auf der Straße und los geht's. So. Ja, ich wurde angesprochen, ob ich nicht mal wieder Lust hätte, ein Autoblatt zu machen. Tada! Ja, da habt ihr. Einfach fragen. Ich hasse es, wenn meine Reifen... Was macht er? Ist... Keine Ahnung. Steht mitten auf der Straße und will nach links. Ich glaube, ich weiß, warum ihr Autoblas wollt. Ihr wollt euch nur lustig machen, wie ich mich aufreg. Gibt's zu. Es geht euch gar nicht um den Inhalt. Das stört mich auch nicht. Bin ich schon nicht so alleine. Ich versuche hier dauernd dieses Blatt noch ein bisschen aus dem Bild zu kriegen. Ja. Spiegel werden überbewertet im Auto. Ja, was gibt's Neues? Wir waren kurz am Bodensee, und zwar den 20., 19., 18. und 17.11. Also 17. bis 20.11. Samstag bis Dienstag. Da waren wir in Kressbronn, das ist bei Nonnenhorn, im Hotel Sonnenhof, wem das was sagt. Da waren wir mit den Hunden im Gästehaus, ist so abseits vom Hotel, und haben uns ein paar schöne Tage gemacht. Jetzt hängt es wieder da, weil wir waren ja nicht in Italien dieses Jahr. Eigentlich für mich wäre der Urlaub schon abgegolten gewesen, weil wir haben ja da diese Kurztrips gemacht. Da mit Österreich, also Betzau, Lindau, München. Ja, genau. Nach Stuttgart wollten wir noch, haben wir dann aber abgesagt. Das war die Geschichte. Bisschen die Einfahrt hier freilassen. Ja, aber... Irgendwie. An Bodensee kann man immer. Bodensee ist in dem Sinn ja kein Urlaub. Das ist einfach Erholung. Ein paar Tage. Und ich muss sagen, da kann man auch relativ schnell abschalten. Also ich auf jeden Fall. Ich könnte jedes Wochenende an den Bodensee, da wäre ich, glaube ich, glücklich. Ja, leider reicht das Geld nicht dafür. Eieiei. Ei, ei. Da haut es euch fast um hier, gell? Ihr seid wieder ein bisschen seid ihr aber ich kann es jetzt so nicht ändern. Nein, geht nicht. Ja, wie gesagt, 3 Tage Bodensee, da habe ich mächtig an dem Geschenk für meine Mutter gestrickt, das war ein paar Socken. Ja, Sunny, oh mein Gott, Freiburg und seine Baustellen. Sunny, da hupt doch was. Sunny geht soweit wieder gut. Jetzt seid ihr aber ganz mächtig gerutscht, da, gell? Ich habe noch keine Idee, wie ich euch da noch stabiler hinkriege. Na, probieren wir es mal so. Ja, Sunny hat es irgendwie komische Sachen. Das war ja
zu schön, dass es ihr wieder gut ging. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat sie komische Atemgeräusche gemacht nach dem Laufen und Treppensteigen. So, dass es jetzt mittlerweile so ist. Also Tierklinik konnten wir uns diesmal sparen. Das haben wir wieder allein in den Griff gekriegt. Nichtsdestotrotz waren wir beim Tierarzt natürlich am Donnerstag, am 15.11., also kurz vorm Urlaub natürlich, und kurz vorm Wochenende. Ja. Und da hat die Tierärztin dann ein Röntgenbild gemacht und hat festgestellt, dass der Magen so aufgeblasen wäre. Also da wäre so viel Luft drin. Das kann sein, wenn die zu schnell fressen, zu schnell trinken, zu viel hecheln. Ja. Sie hat eine vergrößerte Leber. Vielleicht hat er auch einfach irgendwie noch zusätzlich was gedrückt. Wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall war das meistens dann, wenn sie Treppen gelaufen ist oder draußen spazieren war. Manchmal sind ja dann auch die Beinchen weggeknickt. Also wenn die Füße auf einmal umknicken, einschlafen. Die ist schon wieder weitergelaufen. Das war also nur ein Bruchteil von einer Sekunde, einfach wie gestolpert. Ja. Also sie hat dann von der Tierärztin ein Mittel bekommen, was die Luft im Magen bindet. Dementsprechend hat sie aufgestoßen, was dann gut war. Wir sollten nur aufpassen, dass wenn sie brechen will oder muss und es kommt nichts, dann müssten wir ein besonderes Auge drauf haben. Das wäre nicht so ohne. Aber das war nicht der Fall. Durchfall hat es auch keinen mehr gehabt. Ja, er hat da einen Aufzug, das heißt, da musste sie auch keine Treppen laufen. Das Bett war sowieso viel zu hoch, da wäre sie weder hoch noch runter gekommen. Gut, einmal ist sie runtergekommen, wahrscheinlich, ne? Hat sie gedacht, es geht ihr wieder gut, weil sie hätte dann auch Schmerzmittel bekommen. Jeden Tag so eine Lösung in den Mund. Das ging ganz gut mit der Spritze. Dann haben wir auch gesagt, komm, wir kochen ein paar Kartoffeln ab und Hähnchenfleisch fürs übers Wochenende. Dann reguliert sich ja der Bauch wieder auch ein bisschen. Ja, und dann hat Madame gedacht, sie muss nichts mehr trinken. Da habe ich natürlich Panik bekommen. Ja, wir sind ja gebrannte Kinder sozusagen. Hab dann geguckt, wie viel Wasser, also wie viel Milliliter ein Hund mit dem Gewicht von 4,5 Kilo etwa trinken sollte. Dann sind wir drauf gekommen, gut, wir haben ja Kartoffeln im Wasser abgekocht. Das heißt, sie hat da ja auch schon viel Flüssigkeit durch die, also keine Trockennahrung, durch das Füttern. Das stand dann auch in dem Bericht, dass man da das Wasser dann reduzieren kann, dass sie dann nicht so viel Wasser brauchen. Dann war das schon nur noch die Hälfte. Und, aber sie hat partout vom Trinknapf nichts genommen. Ich habe es mit Glasschüsseln probiert, ich habe es mit Metallschüsseln probiert. Ich habe es aus der Hand probiert, da hat sie ein bisschen getrunken, aber am besten ging es über die Spritze. Ich habe keine Ahnung, also Sani bräuchte wahrscheinlich so eine Hamstertränke mit so einem Röhrchen oder Kugel drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall wurde es dann wieder besser. Also wir haben am Samstag gedacht und am Sonntag, ja, jetzt müssen wir doch noch in die Tierklinik irgendwo. Aber das hat sich dann erledigt und am Montag haben wir auch gesagt, gut, wir brauchen definitiv nichts im Tierarzt, es geht ihr gut soweit. Sie trinkt ja mit der Spritze, fressen tut sie auch, sie macht ihr Geschäft. Und ja, als wir dann daheim waren, da war es auch schon wieder besser. Da ist sie dann wieder rumgehüpft ein bisschen und ein bisschen mehr gerannt. Also sie konnte auch nicht mehr rennen, sie ist nicht mehr gehüpft. Das ist immer so ein Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber soweit geht es ihr gut. Sie hat gestern mit uns getobt und gemacht. Und ich habe jetzt halt festgelegt daheim, dass sie keine Treppen mehr laufen wird. Außer sie rennt natürlich selber mal, das gibt es natürlich auch. Aber wir haben eine Hundetasche und die steht sowieso draußen an der Wohnungstür. Und da hüpft sie auch gern rein. Also runter lässt sie sich gern tragen. Aber hoch, da rennt sie lieber. Warum auch immer. Da will sie nicht mehr in die Tasche, da will sie selber laufen. Überwiegend trage ich sie trotzdem hoch. Manchmal, mein Gott, dann lasse ich sie halt rennen, ja, wenn es ihr Spaß macht. Sie soll ja auch nicht ganz auf das Treppensteigen verzichten oder
da in Watte gepackt werden. Es soll ja noch ein paar Kräfte und Abwehrkräfte und was weiß ich, ne? Sie soll jetzt nicht in Watte gepackt werden. So. Aber Schmerzen braucht es auch nicht. Ja, jetzt machen wir das halt so. Ja, das war meine Spur, danke. So. Jetzt muss ich gleich kurz unterbrechen, weil ich an die Packstation muss. Und einen Wollschrank verschicken werde. Jo. Obwohl, ach komm, das kann ich auch bei uns daheim machen. Ja, wir machen einfach weiter, dann habe ich weniger Arbeit. Idiot. So, weiter geht's. Keine Unterbrechung. Nein. Wenn es mal läuft, dann läuft's. Wobei das jetzt hier auf dem Weg gewesen wäre. Ja, bei mir ist im Moment so, dass eigentlich alles in Ordnung ist, tatsächlich. Natürlich geht es mal besser, mal schlechter, aber das hat ja jeder auch so tagesformabhängig dann natürlich. Vom Bauch her eigentlich alles gut, seit ich die letzte Spritze eben im 8-Wochen-Rhythmus bekommen habe und nicht im 12-Wochen-Rhythmus. Hat sich das auch wieder gleich stabilisiert. Es ging dann so eine Woche, zwei und dann war das wieder in Ordnung. Heißt aber auch, im Umkehrschluss, dass ich jetzt wieder zum Arzt muss und mir ein neues Rezept holen muss für die Spritze, dass ich die so um den 20. Dezember, also um Weihnachten rum, wieder nehmen kann. Dass wir wieder in dem 8-Wochen-Zyklus sind. Ja, 12 Wochen sind dann wohl doch ein bisschen viel. Können wir dann nächstes Jahr nochmal probieren. Habe ich im Moment abgegeben, schweren Herzens, zumindest mal für November und Dezember. Bin ich kein Zumba-Trainer, weil ich hatte ja mittlerweile 2 Stunden, mittwochs und freitags, und hatte dann mittwochs und freitags, sobald ich angefangen habe mit Üben, also ich hatte Feierabend mittags, da war noch alles okay, bin dann heim, habe ein bisschen was gegessen, was getrunken, Stündchen rumgedudelt, sage ich jetzt mal, und wollte dann halt die Choreos wieder üben für den Abend oder was Neues einstudieren. Und ab diesem Moment an hatte ich es im Bauch. Ja, das war wirklich 2 Lieder geübt aufs Klo, 2 Lieder geübt aufs Klo. Ja, und das Prozedere hat sich durchgezogen bis kurz vor Stundenbeginn, also sozusagen bis 19.28 Uhr und um 30 Uhr fing die Stunde dann an. In der Stunde selber war es okay. Die Psychologin meinte, das könnte natürlich so eine Art Lampenfieber sein, was zum gewissen Teil normal ist, nur bei mir halt stärker rauskommt durch die Vordiagnose mit Morbus Crohn, weil der auf Stress reagiert. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich erst seit 2 Wochen Zumba mache, sondern das mache ich ja schon lang, ich tanze schon lang, aber das hatte ich schon immer. Also von daher, jetzt habe ich gedacht, ich gebe es mal ab, testweise. Und siehe da, mittwochs, freitags keine Beschwerden mehr. Im Allgemeinen habe ich das Gefühl, der Bauch ist stabiler. Also nicht umfangmäßig stabiler, sondern, also das auch, aber jetzt nicht so gereizt oder anfällig. Ja. Weil natürlich die Erholungsphasen nach so einem Tag oder nach so einem Mittag schon benötigt werden. Und das ist natürlich nach einem Tag auch nicht weg. Ja. Der Darm ist trotzdem gereizt oder der Bauch und will sich ja erst erholen. Sagen wir mal, mittwochs hatte ich Kurs, Donnerstag war dann Erholung, Freitag wäre eigentlich wieder gut, aber da war ja schon der nächste Kurs. Also ging es dann wieder von vorne los. Sagen wir bis Samstag, Sonntag. Ja, da hatte ich 3 Tage Ruhe und dann ging am Mittwoch ging es ja wieder los. Ja. Da habe ich gesagt, muss ich mir diesen Stress wirklich geben? Nee. Also macht zwar Spaß und mir fehlen auch die Mädels schon, aber ja, jetzt schaue ich mal im Dezember, wie es aussieht, aber ich denke, dass ich den Kurs wirklich dauerhaft abgebe, so schwer es mir fällt. Aber was soll ich mich dem Stress da aussetzen?
was nur selber als Kursteilnehmer dann reingehe. Da kann ich dann entspannter hin. Ich muss nicht immer hin, weil das ist ja auch so, wenn man Trainer ist, dann muss man ja dahin. Ja? Oder man muss eine Vertretung suchen. So, hat man jetzt aber länger als 2-3 Wochen eine Vertretung, dann ärgert es die Kursteilnehmer, weil die Choreos wieder weg sind, bis der eigentliche Trainer kommt. Also raus aus dem Kopf. Ja? Das ist alles so ein Rattenschwanz, den das mit sich zieht. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Das muss nicht mehr sein. Ja. Ansonsten, vom Kopf her, geht es mir gut. Ich nehme vieles, nicht mehr so persönlich. Man könnte sagen, regelrecht, es geht mir im Arsch vorbei. Seit ich auch festgestellt habe, dass ich nicht alles wissen muss, möchte und will, geht es mir noch besser. Das macht alles deutlich entspannter. Und dann denke ich mir oft, komm, lass die Leute reden. Ja? Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Entschuldigung, aber es ist so. Weil ich ja schon mal philosophiert habe, ob das vielleicht auch am Alter liegt. Wobei ich Leute kenne, die älter sind als ich und das wohl nicht können. Von daher liegt es nicht am Alter. Es ist einfach eine Einstellung, die man lernen muss, kann. Oder man hat es halt einfach. Ich lerne noch. Ich habe auch nicht mehr so dieses Überforderungsgefühl im Moment. Wenn viele Sachen auf einmal kommen, dann weiß ich auch nicht so recht, wo ich anfangen soll. Aber es war schon schlimmer. Ja. Und ja, mein Gott, ich kann es nicht ändern. Irgendwo muss man halt anfangen. Ja. Das macht sich ja nicht von alleine. Durch Stricken tatsächlich lernt man einiges. Man lernt Geduld, Ehrgeiz, an was dran zu bleiben und dass man was tun muss, wenn man was möchte. Finde ich. Und auch eine gewisse Gelassenheit. Ja. Ja. Sehe ich auf jeden Fall so. Beim Häkeln sieht es schon wieder anders aus. Da muss ich mich zu arg konzentrieren. Und beim Stricken muss ich einfach nur gucken. Jetzt sind wir auch schon gleich in Waldkirch. Aber ich nehme euch jetzt noch mit an die Packstation. Und dann machen wir dort Feierabend. Die Sache mit dem Shop, mit dem Online-Shop, da hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, Befürchtungen und Schiss. Deswegen hat sich das ja so rausgezögert. Was ich bisher aber als völlig überflüssig gezeigt hat. Oder, ja. Die Sache läuft, Bestellung geht ein, Marco verschickt, verbucht da alles irgendwie. Es läuft, ja, es läuft. Es läuft. Ich freue mich über jede Bestellung, die da eingeht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich dran bleibe. Weil im Moment fehlt mir zum Beispiel schon Wolle zum Färben. Ich habe keine Wolle mehr. Die muss ich jetzt bestellen. Da sträubt sich dann aber schon wieder so ein bisschen. Weil ich immer denke, irgendwann hat sich mein Kundenkreis ja auch ausgestattet. Also es war jetzt, glaube ich, nichts länger drin als eine Woche oder so. Ich mache ja kein Massenangebot da rein. Ja. Also ich mache das schon noch so, dass es mir Spaß macht und hobbymäßig ist. Hallo, hübscher Mann. Muss ich doch gerade mal gucken. Ja. Vielleicht ergibt sich daraus auch mal mehr. Aber dafür bin ich jetzt noch in der Experimentierphase und gucke, welche Färbevariante mir liegt.
Also am meisten liegen mir wahrscheinlich Zufälle. Und was machen wir jetzt hier? Was haben wir hier für eine Situation? Wieso fahrst du nicht auf dem Parkplatz? Er bleibt vor dem Parkplatz auf der Straße stehen. Also auf dem... Warum? Davor ist alles frei. Naja. Ja, am meisten liegen mir wahrscheinlich Zufallsfärbungen. Aber ich möchte einfach mal gucken. Ich wollte eigentlich so ein bisschen so nicht in Richtung bunt gehen, sondern also wie nenne ich das jetzt? In so Quietsch-Kreischfarben, was ich aber im Moment tatsächlich mal probiert habe, was auch gut ankommt, habe ich das Gefühl. Aber eher so ein bisschen Ton in Ton, dann als jetzt nicht so orange und pink oder also kein so Colorblocking extrem jetzt. Rosa und Lila, ja, das ist ein Muss, habe ich gemerkt, das gehört schon dazu. Grün läuft eher nicht so toll. Wobei ich sagen muss, das war auch ein bisschen ein dunkles Grün, also das, ja, so ein dunkles Tannenmoosgrün. Aber es hat auch seinen Besitzer gefunden. Beziehungsweise seine Besitzerinnen. Es kann ja nicht immer alles sofort weg sein. Und diesen Gedanke hatte ich halt am Anfang. Es muss alles weg. Es muss alles weg. Muss es nicht. Es kann da drin bleiben. Und irgendwann kauft es jemand. Oder auch nicht. Dann liegt es da. Und notfalls verstricke ich es dann selber. Ja. Es läuft. Also im Moment läuft's, auch wenn es eigentlich so nicht läuft, wie jetzt Sunny oder dies oder jenes. Aber es geht bergauf. Ja. Aber ich habe auch zu Matze gesagt, es reicht jetzt dann. Für 2018 haben wir die Schnauze voll. Da haben wir jetzt genug durchgemacht. Das mit meiner Arbeitsstelle, die Arbeitslosigkeit, die gesundheitlichen Aspekte, da als ich in der Klinik war, dann Sunny in der Tierklinik. Dann hatte er Nemo noch zwischenzeitlich ein bisschen was. Das war auch dieses Jahr, genau mit diesem Krebsverdacht. Dann Sunny wieder krank. Dann Tumordiagnose in der Familie. Und ich habe gesagt, für dieses Jahr habe ich die Schnauze voll. Es reicht, wir sind gut bedient. Manchmal hat man so das Gefühl, was habe ich denn falsch gemacht, dass es genau uns trifft. Jetzt die ganze Zeit, ja. Aber ich fühle mich im Geschäft immer wohler, obwohl ich ja eigentlich nicht so der Callcenter-Typ bin. Aber natürlich guckt man auch nebenher nach anderen Stellen, weil der Vertrag ist ja befristet. Aber was soll ich sagen, ja? Allein schon der Gedanke, jetzt nicht mehr manche Arbeitskolleginnen zu sehen, tut schon ein bisschen weh. Ja, würde ich schon sagen, ach, das ist aber schade. Gut, letztendlich ja, muss man auch immer gucken, mit dem Verdienst, ne, das gehört ja auch dazu, ehrlich gesagt, muss man immer so ein bisschen aufwiegen. Fühle ich mich wohl, dann ist okay, wenn man ein bisschen weniger verdient. Fühle ich mich nicht wohl, dann ist man natürlich ruckzuck weg. Das ist gar kein Thema, wenn man natürlich was Neues hat. Aber ja. Es ist schon knapp. Das muss ich schon sagen. Also schon sehr an der Grenze, wo ich sage, okay, da ist die Waage noch so etwas im Lot oder im Gleichgewicht. Ja. Also sagen wir, ohne Wollshop oder Zumba oder so, wäre es nicht, würde es nicht gehen, glaube ich. Es wird schon gehen, aber ich will ja auch nicht jeden Cent doppelt rumdrehen. Das ist halt, wenn man Teilzeit arbeitet. Ja. Man kann nicht alles haben. Ich bin gesund, also verhältnismäßig gesund. Matthias geht's gut soweit. Hat auch immer ein paar Zipperlein, klar. Den Hunden soweit geht's gut. Da ist nichts Dramatisches. Und von daher, mein Gott, man hat immer was zu jammern. Wäre sonst langweilig. Aber so von den Treffern her für 2018 wirklich da. Steht's uns hier. Jo, also gut. Ich würde sagen, das war jetzt ein relativ langes Autobla. Ja, aber jetzt ist es halt so. Ich lade nachher das Video hoch. Wünsche euch viel Spaß beim Gucken, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Gucken.
dann könnt ihr mir gern hier ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder einen Daumen hoch, da freue ich mich. Natürlich dürft ihr auch gern kommentieren. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.